Mein absolutes Highlight des Jahres, vielen Festappen, Lebenslektionen meiner Mutter, ist ein kleines Juwel. Die Protagonistin beschreibt in der ersten Szene, wie sie ihr kleines Baby nach der Geburt mit nach Hause nimmt und was es für ein Gefühl ist, wenn es seins ist und man damit das erste Mal alleine ist. Parallel dazu, die eigentliche Hauptgeschichte ist der Schlaganfall ihrer Mutter, die das so ein bisschen das Oberhaupt der Familie war, die alle zusammengehalten hat. Was passiert, wenn diese Person nicht stirbt, aber trotzdem nicht mehr so da ist, wie man sie eigentlich kennt, als tragende Persönlichkeit? Was macht das mit der Familie? Was macht das mit einer jungen Frau, die selber gerade Mutter wird? Und so blättert man durch dieses Buch oder liest durch dieses Buch wie durch ein Familienalbum. Man ist in jeder Szene sofort drin, emotional als auch vom Setting her. Habe ich sehr, sehr geliebt. Das ist wirklich ganz toll für alle Mütter oder jemanden, der eine Mutter kennt.